Johannes Kliesch als Gründer von Snox wird euch jetzt erzählen, worauf es im Onlinehandel im Jahr 2022 ankommt und welche Fehler man lieber vermeiden sollte. Viel Spaß! Dankeschön. Crazy! Wie geil ist das denn? Fühlt sich verrückt an. Vor 2019, das letzte Mal, war ich einer von euch. Ich war im Publikum, ich war ein absoluter Fanboy. Und jetzt hier Opening auf OMR zu sein, das ist mal why not. Und vielen Dank OMR, dass ich da sein darf. Und vielen Dank hier auch für die Anmoderation. Ja, Snox, ich glaube, auf LinkedIn sind wir sehr aktiv. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, okay, über was rede ich denn eigentlich? Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auf vielen Bühnen aktuell in Deutschland stehen darf und reden darf. Aber als Gründer ist es so, okay, das 398. Mal die Gründerstory zu erzählen, ist vielleicht nicht ganz so interessant. Deswegen als erste Frage, wer von euch kennt Snox oder hat schon mal was von uns gehört? Der hebe doch bitte die Hand. Das macht mich absolut stolz. Team Snox, ihr habt eine geile Arbeit geleistet. Woo! Deswegen, ich will heute gar nicht so über unsere Geschichte erzählen. Wir sind sehr, sehr dankbar, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Für Felix und mich als beide Gründer war das eine absolute Achterbahn. Und ich glaube, wer von euch ist im E-Commerce aktiv oder hat's vor? Okay, deswegen glaube ich, sollte ich heute über E-Commerce sprechen. Nicht über unsere Geschichte, sondern was wir aktuell beobachten, wo die Trends hingehen, was so abgeht. Und ich habe hier schon eine bolde Headline hingeschrieben. Wer dieses Jahr nur auf Facebook-Ads setzt, wird nächstes Jahr nicht mehr da sein. Gestern hatte ich auch einen Vortrag, da habe ich eine ähnliche Headline gemacht und es war erstmal still im Raum. Und ich merke, auch hier kommt es nicht so gut an. Wer von euch schaltet aktuell Facebook-Ads aktiv? Okay. Wir alle haben ein Problem. Wir mit Snox machen auch ganz viele Facebook-Ads und wir schaffen aktuell wirklich noch darüber zu skalieren. Aber wir merken, dass es echt richtig, richtig schwer wird. Und ich glaube, genau darüber will ich heute sprechen. Warum? Gutes GIF, oder? Und zwar darum. Wir alle sind, glaube ich, zahlenverliebt. Und daher habe ich hier mal eine Grafik mitgebracht. Ich glaube, wir als Snox stehen vor allem dafür, dass wir super transparent sind. Und ich will nicht irgendwie andere Speaker judgen oder sonst wie, aber lasst uns auch Real Talk sprechen. Und das will ich jetzt noch in den nächsten 18 Minuten mit euch. Und zwar sind das die Zahlen aus unserem Facebook Ad Manager, aus dem Data Warehouse etc. Und zwar 2020 kam noch über Facebook Ads 48%, also knapp die Hälfte unseres Umsatzes. Letztes Jahr ist es dann schon runtergegangen auf 32% vom Gesamtumsatz. Und in diesem Jahr, gerade ganz aktuell, heute Morgen habe ich nochmal geguckt, dass ich auch gar kein Bullshit laber, sind wir bei 18%, nicht bei 17, letzten 7 Tage waren es 18%. Ihr seht, unser Hauptchannel ist Facebook Ads, aber wir haben das Riesenproblem, dass der Anteil vom Gesamt-Online-Shop-Umsatz runtergeht. Richtiger Pain, wir wollen weiter wachsen und ich glaube, das wollt ihr auch. Und gleichzeitig, wenn man sich die CPMs anschaut, also wie viel zahlt man, um 1000 Leute zu erreichen, wird das immer teurer. 2020 bei knapp unter 7 Euro, jetzt sind wir 2021 knapp unter 8 gewesen und jetzt haben wir fast die 10 Euro geknackt. Also großer Pain, ein großer Punkt dafür sind zwei Sachen. Nummer eins, die Attention Rate, also dass die Leute auf TikTok und Instagram sind, geht weiter runter, geht immer mehr in Richtung TikTok. Und Nummer zwei, die ganz großen Firmen wie Mercedes, BMW, die alle sind schon auf Facebook und Instagram. Also die haben schon ihre Marketingbudgets dorthin geschiftet, fangen an zu skalieren. Und deswegen, viele von uns und vor allem auch Snox ist in den letzten Jahren dadurch gewachsen, dass wir so First Mover waren, dass wir dorthin gegangen sind, wo andere Leute noch nicht waren. Und das war ein riesengroßer Vorteil für uns. Aber was wir jetzt beobachten, dass dieser Vorteil immer weiter zurückgeht und wir ein richtiges Problem haben, wenn wir einfach nur auf Facebook setzen und einfach so weitermachen. Nicht falsch verstehen. Facebook ist immer noch unser wichtigster Channel. Wir skalieren immer noch und es läuft noch geil. Aber ich weiß, wenn wir 2 Jahre so weitermachen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und
Meiner Meinung nach müssen wir jetzt alle, die hier im Raum sind und E-Commerce machen, müssen eine Lösung dafür finden. Und über diese Lösung will ich jetzt sprechen. Unsere Lösung dafür, und damit arbeiten wir gerade im Sales-Team mit Hochdruck dran, ist Multi-Channel mit Fokus. Was meine ich damit? Ich bin absoluter Fan davon, fokussiert eine Sache zu machen. Wenn ich jetzt auf unsere Snox-Geschichte zurückschaue und gerade eben bin ich mit meiner Freundin am Amazon-Advertising-Stand vorbeigegangen, das hat uns groß gemacht. Die ersten 2-3 Jahre haben wir nichts anderes gemacht bei Snox, außer Amazon-Ads. Tag und Nacht haben wir nichts anderes gemacht. Und so sind wir 2019 auch Verkäufer des Jahres bei Amazon geworden. Wir wären das nicht geworden, wären wir nicht absolut fokussiert gewesen. Daher bin ich bis heute der absoluten Überzeugung, man muss mit Fokus an einer Sache sein. Und bis heute bin ich auch der absoluten Überzeugung, egal welchen Sales-Channel ihr online macht, wenn ihr fokussiert dran arbeitet und euch richtig reinkniet, dann kann jeder Channel für euch profitabel sein. Aber, und das war die Hook, die ich versucht habe am Anfang zu spielen, Facebook wird immer schwieriger. Nicht nur, wie ich eben gesagt habe, irgendwie, dass die CPMs hochgehen. Das zweite große Problem, was wir noch haben, ist scheiß Tracking. Wie schwer ist iOS-Update geworden? Wie schwer ist dieses Ganze mit UTM-Parameter? Das hat in Q1 meinen Kopf gefickt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich so viel damit auseinandergesetzt. Mach mal Google Analytics, mach mal ein eigenes Data Warehouse. Super schwere Themen. Das gab es vor 2-3 Jahren nicht. Auf der letzten OMR, glaube ich, hat fast niemand darüber gesprochen. Man hat einfach in seinen Facebook-Ad-Manager geguckt. Wenn dann ROAS von 3 war, war gut, dann hat man die Budgets hochgezogen. Heute ist es eine ganz schöne Ecke, schwieriger und anders. Unsere Lösung dafür, und darüber möchte ich jetzt sprechen, dass ihr auch alle was mit nach Hause nehmt, was mitschreiben könnt und dass es nicht nur irgendein Bullshit ist, was ich hier rede, ist Multi-Channel mit Fokus. Wir meinen damit, verschiedene Channels angehen und die einzelnen Channels will ich jetzt immer kurz ansprechen, kurz unsere Tipps und Learnings dazu euch mitgeben. Aber eine Sache will gesagt sein, ihr müsst trotzdem Fokus haben. Ich weiß nicht, wie groß ihr seid, ob ihr 1, 2, 3 Mann Unternehmen seid oder auch über 10 etc. Unser Learning bei Snox ist immer mit Fokus das Angehen. Was bedeutet das? In der Regel testen wir 9 Channel immer mit einer Agentur. Wer von euch hier ist ein Agenturinhaber oder Dienstleister etc.? Also auch 10%. Ihr seht, hier sind ganz viele Freaks da draußen, die euch auf jeden Fall helfen können. Und was wir immer machen mit Snox ist, wir identifizieren Channel. Wir gehen gleich die einzelnen Channels durch. Dann versuchen wir, die beste Agentur dafür in Deutschland zu finden, aus unserer Perspektive. Die soll dann mit uns 2, 3, 4, 6 Monate zusammenarbeiten. Und wenn wir sehen, dieser Channel macht irgendwie mehr als 5.000, 10.000, 20.000 Euro Umsatz im Monat, dann stellen wir jemand Vollzeit dafür ein. Weil was wir sehen, ist immer, wenn wir jemand Vollzeit auf ein Projekt einstellen, dann verdoppelt sich der Umsatz. Also Learning Nummer 1 für euch. Ich würde hier nach Hause gehen und schauen in meinen Analytics-Zahlen oder in meinen Umsatzzahlen, okay, welcher Channel macht denn irgendwie einen signifikanten Anteil von meinem Umsatz aus? Und das Thema müsst ihr inhausen. Ihr seid am Arsch, und jetzt hassen mich alle Agenturen, aber ihr seid am Arsch, wenn euer wichtigster Channel Facebook-Ads sind und ihr das mit einer Agentur macht. Ihr müsst das Thema selbstständig ownen, das ist so wichtig. Gehen wir in die einzelnen Channels rein. TikTok. Wer von euch ist auf TikTok selber aktiv, postet was oder irgendwie? Okay, und wer von euch ist täglich auf TikTok? Und das ist geil. Es haben sich ungefähr, wenn überhaupt, 5% der Leute gemeldet, dass sie auf TikTok selber aktiv was posten. Aber bestimmt 20-30% haben gesagt, sie gucken täglich rein. Machen wir das gleiche Spiel für Instagram. Wer von euch postet mindestens irgendwie einmal im Monat was auf Instagram? Okay, 90% würde ich sagen. Und wer ist täglich auf Instagram? Der hebe die Hand. Und das meine ich. Underpriced Attention auf TikTok. Ganz viele Leute, und ich verstehe das, ich selber bin auch nicht auf TikTok. Und ja, es waren am Anfang tanzende Leute und ein bisschen awkward. Ist so. Aber man muss sagen, TikTok ist aktuell das schnellst wachsende Medium. Alle haben Probleme, weil TikTok die Attention von ihnen wegzieht. Egal, ob ihr die Aktienkurse von Meta, also von Facebook, angeschaut habt oder auch YouTube hat die Probleme, weil die Leute immer mehr in Richtung TikTok gehen. Und das Geile daran ist, wie ihr eben gesehen habt,
Die allerwenigsten sind selbst aktiv auf TikTok. Und das bedeutet auch eine riesengroße Chance für Marken. Wir als Snox haben letztes Jahr zum ersten Mal angefangen, Performance-Marketing auf TikTok zu schalten. Es hat gar nicht funktioniert. War richtig scheiße, haben wir wieder abgebrochen. Jetzt im Februar, März habe ich jemanden gesehen auf LinkedIn und es tatsächlich ist inzwischen meine Rolle im Unternehmen, dass ich sehr stark scoute und nach anderen Talenten und Agenturen schaue. Also jeder Agenturinhaber, Tipp für euch, seid auf fucking LinkedIn aktiv. Das ist der beste Vertriebskanal, um neue Kunden zu finden. Und dann habe ich gesehen, eine Agentur, Ecom Labs heißt die, haben super geile Erfahrungen mit TikTok-Ads gemacht. Habe ich gesagt, ey Timo, lass doch mal gemeinsam TikTok-Ads ausprobieren. Also Februar, März haben wir TikTok-Ads ausprobiert. Es hat geil funktioniert. Und jetzt macht unser Performance-Marketing in Form von Edwin, Arne und Marina, macht das ganze Thema in-house. Wir sind zwar hier auf der Folie gerade bei 1%, aber je nach Attribution, gerade heute Morgen wieder reingeschaut, sind wir jetzt sogar zwischen 4 und 5% des Umsatzes, kommt aktuell über TikTok-Ads. Und wir haben im Februar gestartet. Das heißt absolut, bei uns im Umsatz sind wir hier im mehrere 10.000 Euro Bereich pro Monat. Und wenn ihr sagt, dass TikTok immer noch kein Channel ist, wo die Leute kaufen, dann ist es absoluter Bullshit. Wenn ihr euch jetzt hier noch anschaut, wie viel Umsatz wir über einzelne Ads gemacht haben, dann ist das unglaublich. Man muss es einfach schaffen, diese Viralität mit zu schaffen, ein gutes Creative zu machen und dann kann man über TikTok tatsächlich Abverkäufe erzielen. Ein Tipp hier, und wenn ihr Bock drauf habt, was ich euch allen rate, ist, postet 30 Tage lang, jeden Tag, ein TikTok. Und wenn eins dieser TikTok mehr als 1000 Views organisch erreicht habt, dann schaltet Ads drauf, auf Conversion optimiert, auf Add-to-Cart und ich verspreche euch, dass es funktionieren wird. Das war der erste Channel. Meine beste Freundin schwärmt von diesen Tangas. Deshalb habe ich sie mir bestellt und probiere sie jetzt mal für euch aus. Okay, auf den ersten Blick sehen die schon mal echt schön aus mit diesen spitzen Details. Stretchy sind sie auch und ziemlich soft. Kein Zettel, der normalerweise hinten kratzt. Zeit, sie anzuprobieren. Die sind so. Ich glaube, wir können weitermachen. Habt ihr Bock noch auf mehr Channels? Ja, ihr dürft klatschen, komm. Okay. Ich nehme Schnelldurchlauf. Der nächste nach Facebook Ads, unser zweitgrößter Channel aktuell, der auch extrem stark wächst, ist Google Ads. Wer von euch schaltet aktiv Google Ads? Sehr gut. Also, ihr wisst es, ein, sage ich mal, relativ alter Channel. Aber wenn ich hier durchlaufe durch die Hallen, ein bisschen underrated, muss ich sagen. Also, ich habe noch keinen riesengroßen Google-Stand gesehen oder dass die Leute auf LinkedIn krass viel über Google Ads posten. Ich kann euch sagen, sowohl über Search Ads hier auf der linken Seite als auch über Shopping Ads auf der rechten Seite machen wir extrem viel Umsatz. Und da mein Tipp auch, das ist ein perfektes Werbeformat, um mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Denn Google Ads ist, sage ich mal, die Lernkurve extrem schnell. Also, wenn eine Agentur alles für euch aufsetzt, nach 2-3 Monaten kann man da gar nicht mehr so viel rausholen. Pareto's Prinzip, 80% reicht absolut aus. Daher mein Tipp für euch, wenn ihr noch nicht aktiv Google Ads macht oder ihr schon Google Ads macht, aber das unter 5% eures Gesamtumsatzes ausmacht, dann würde ich mir hier mal eine richtig gute Google Ads Agentur suchen und schauen, was man da noch optimieren kann. Kommen wir zum E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist mit Abstand der profitabelste Sales-Kanal im E-Commerce ever. Wer von euch macht aktiv E-Mail-Marketing? Sehr gut. Das Problem bei E-Mail-Marketing ist, man macht kein E-Mail-Marketing, nur weil man irgendwie einen Warenkorbabbrecher eine E-Mail sendet oder ein Exit-Intent macht oder eine Bestellbeschädigung, sondern E-Mail-Marketing macht man dann richtig gut, wenn es mindestens mehr als 5% des Gesamtumsatzes ausmacht. Und da auch nochmal mein Learning. Wenn ihr gerade hier zuhört und ihr macht laut, je nachdem, welche Attribution ihr angeht, wir machen hier alles First Click, deswegen ist der Anteil so gering. Wenn wir auf Last Click Attribution gehen, wären wir schon bei 20%. Wenn ihr unter 5% E-Mail-Marketing macht, dann wäre das nach Facebook-Ads, wäre das der allerwichtigste Channel, dem ich mich am allerersten widmen würde. So sieht eine E-Mail von uns aus. Ich wusste gar nicht, dass das so alles animiert ist. Sehr gut. Nächster Channel, Influencer-Marketing. Influencer-Marketing ist für mich der Channel gewesen, wo ich mich als Person am allerschwersten getan habe. Wir haben Influencer-Marketing schon vor 3 Jahren gestartet
und haben viel ausprobiert und es hat so gar nicht funktioniert. Wir haben unser Team intern neu aufgestellt und haben vor allem ein paar Key Learnings angewendet. Nummer eins war in unserem Segment, und das meine ich nicht negativ gegen irgendeine Frau oder das weibliche Geschlecht, aber Influencer-Marketing für uns funktioniert fast ausschließlich bei Frauen und Damen. Unser Hauptmarkt in der Vergangenheit, wir haben 70% unserer Kunden waren Männer. Inzwischen ist es genau andersrum, 60-70% Frauen. Was wir gemerkt haben, Influencer-Marketing funktioniert in erster Linie mit Frauen. Also alle von euch, die Influencer-Marketing schon ausprobiert haben, überlegt euch, hey, habe ich die richtigen Influencer ausgesucht? Was wir noch gelernt haben in Influencer-Marketing war, Frauen zu nehmen, die super, super nahbar sind, also jeden Tag, sage ich mal, in ihre Story posten, also sehr, hey, mein Tag ist so, heute bin ich auf dem OMR-Festival. Und vor allem auch, und das meine ich auch überhaupt nicht böse oder despektierlich, aber die familiär sind, die sehr, sage ich mal, vielleicht Kinder haben etc. Das ist eine Zielgruppe, die für uns extrem gut funktioniert hat. Und Influencer-Marketing ist von allen Kanälen, die ich gerade vorstelle, ist der beste Kanal, um Branding zu machen, um Performance-Marketing und Branding einheitlich zu machen. Keiner da draußen feiert es, ob wir am Tag 30.000 oder 80.000 Euro für Facebook-Ads ausgeben. Dadurch wird unsere Marke nicht unbedingt cooler. Aber würde eine Pamela Reif posten, Kamuschka oder wer es nicht alles gibt hier in Deutschland, das ist cool. Das lädt eure Marke emotional auf. Daher, was ich euch raten kann, ist auf jeden Fall, wenn ihr viel auf Facebook-Ads spendet, dann würde ich als erstes E-Mail-Marketing angehen und dann als Performance-Kanal würde ich auf jeden Fall mir Influencer-Marketing ganz genau anschauen, weil das funktioniert extrem gut. Jetzt habe ich, glaube ich, den underratedsten Kanal noch am Ende überhaupt. Partnermarketing. Was ist es eigentlich? Ihr seht es hier, im April haben wir 800.000 Euro Umsatz gemacht mit fucking Partnermarketing? Was ist das? Wer von euch kennt Corporate Benefits? Das ist Partnermarketing. Wer von euch kennt Sovendus? Kurz zur Erklärung, Corporate Benefits haben sich viele gemeldet. Da geht es darum, Mitarbeiterportal. Wenn ihr vor allem oft bei großen Corporate-Unternehmen arbeitet, dann habt ihr so ein internes Portal über Corporate Benefits, kriegt ihr bei einigen Marken, kriegt ihr Rabatte, kommt dann auf die Website und bestellt. Jeder E-Commercer muss auf Corporate Benefits sein. Es ist so ein crazy ROAS, seht ihr hier. Wir hatten jetzt im April ein 18er ROAS. Dieser Kanal ist so profitabel und vor allem das Allerwichtigste ist, wir gewinnen dadurch Neukunden. Alle sagen so, oh, Corporate Benefits, ich gebe ja da 10-20% Rabatt. Das sind nur meine Bestandskunden. Überhaupt nicht. Wir haben da zwischen 70-80% Neukundenquote. Und ich gebe lieber Corporate Benefits 20% ab, als ich irgendwie ein 1,5er ROAS auf Facebook Ads habe. Das Gleiche ist mit Sovendus. Sovendus für die Erklärung ist, du bettest in deiner Thank-You-Page, also auf der Bestellbestätigungsseite, machst du so ein kleines Pop-up, wo dann steht, hey Kunde, ich habe ein Geschenk für dich. Du klickst drauf und dann steht da, du kriegst 20% Rabatt bei einem anderen E-Commerce-Startup. Alle dieser Welt, AirUp, Waterdrop, alles Mögliche, was es alles gibt. Dadurch, dass ihr das auf eurer Seite implementiert, werdet ihr auch bei anderen Seiten angezeigt. Und auch darüber machen wir mehrere 10.000 Euro Umsatz im Monat mit einem wahnsinnigen ROAS. Also schreibt euch das auf, wenn ihr im E-Commerce-Unternehmen seid, dann müsst ihr da online sein. Jetzt habe ich noch 2 Minuten. Letzter Channel, WhatsApp-Marketing. Wer von euch ist bei einem Unternehmen in WhatsApp quasi im Newsletter oder irgendwie schreibt im WhatsApp mit irgendeiner Firma? Und das ist so geil, weil dieser Channel ist so auch so underrated und hat noch überhaupt nicht so eine große Marktdurchdringung. Wer von euch schreibt denn privat auf WhatsApp täglich? Alle. Und das ist so geil, weil hier ist noch ein riesengroßes Potenzial. Wir haben letztes Jahr im August gemeinsam mit Charles, das ist der Anbieter, der für uns WhatsApp entsprechend umsetzt, haben wir gestartet und WhatsApp angefangen. Bis heute, ich habe heute Morgen leider nicht in die Zahlen schauen können, wir sind knapp unter 500.000 oder sogar schon über 500.000 Umsatz durch WhatsApp. Jeder fragt sich, hä, in WhatsApp? Ich will doch nicht spammy, komische Nachrichten bekommen.
Die Open Rates in WhatsApp sind phänomenal und auch die Klickraten sind einfach richtig, richtig geil. Ich würde euch empfehlen, mit WhatsApp zu starten, wenn ihr mit E-Mail eure ersten Gehversuche gemacht habt, wenn ihr über 5% Umsatz gemacht habt, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht Charles, glaube ich, hat auch hier einen Stand, geht mal bei denen vorbei, die haben einen Exit-Intent und viele verschiedene Möglichkeiten, wie man WhatsApp-Nummern einsammelt und ich kann euch versprechen, es wird sich lohnen, vor allem, wenn ihr große Sales-Events macht, das ist so unser Learning. Am Black Friday werden wir bestimmt über WhatsApp, hoffentlich, toi, toi, toi. Unser Ziel ist es, dieses Jahr 1 Million Euro Umsatz mit WhatsApp zu knacken. Und ich bin mir sicher, spätestens am Black Friday werden wir das rocken. Noch 11 Sekunden. Kurz zu Snox. Unser Wachstum dieses Jahr mit dieser Strategie, dass wir uns sehr, sehr breit aufstellen, viele verschiedene Channels meistern, aber mit Fokus, dass auf jedem Projekt, auf jedem Sales-Channel eine Vollzeitperson drauf ist, da wollen wir dieses Jahr damit 60% Umsatzwachstum schaffen. Letztes Jahr haben wir netto knapp unter 33 Millionen gemacht. Dieses Jahr wollen wir die 50 Millionen machen. Und es sieht sehr gut aus. Und da will ich nochmal ein ganz, ganz großes Applaus für das Team Snox. Sie sind alle in der ersten Reihe. Und ich bin verdammt stolz auf euch. Ja, die neuen aufkommenden Channel, YouTube haben wir getestet, hat nicht so funktioniert. Wir sind bei Pinterest dran, Podcast-Ads, darüber darf ich dann hoffentlich nächstes Jahr reden, welche neuen Channels wir noch für uns gefunden haben. Und unser Ziel ist, trotzdem noch über Facebook-Ads zu wachsen und da richtig zu skalieren, aber eben auch die Budgets auf andere Channels zu verteilen und breiter aufgestellt zu sein, weil ich weiß nicht, wie es in 2-3 Jahren aussehen wird, ob Facebook noch so funktionieren wird. Aber ich weiß, dass wir als Snox das meistern werden, weil wir so viele verschiedene Channels haben. Ich danke euch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Johannes, mega Insights, vielen Dank, richtig cool. Hi, ich bin Christian, ich bin einer der Gründer von OMR. Und wir machen ja ein neues Projekt, OMR Reviews, unsere Softwarebewertungsplattform. Also wenn ihr coole Software sucht, wenn ihr auf der Suche seid, euer Business besser zu machen, schaut mal vorbei. Und wir haben uns überlegt, wir hijacken jetzt einfach mal gelegentlich ein paar Stages und fragen unsere Speaker, welche Software sie so nutzen. Sag mal, TechStack bei Snox, was sind eure Top 3 Tools? Was bringt euch richtig nach vorne? Nummer 1 würde ich sagen Slack. Die haben auch hier einen riesengroßen Stand, also wirklich ein Tipp. Ich sehe ganz viele kleine Unternehmen, die noch über WhatsApp irgendwie kommunizieren. Katastrophe, Trend, Privates und Geschäftliches. Unsere Lösung dafür ist Slack, ist irgendwie cooler als Microsoft Teams, no front, aber nutzen wir lieber. Dann Nummer 2 ist auf jeden Fall Asana, ist für die ganzen Aufgaben und als Projektmanagement-Tool kann ich nur empfehlen. Und Nummer 3 ist die G Suite von Google, also unsere ganze Mail und unsere ganzen, sage ich mal, Ordner und so liegen auf Google. Okay, und sag mal, du privat. Welche Software brauchst du, um täglich deinen Tag produktiv zu gestalten? Ohne welche Software kannst du nicht mehr leben? Also ich glaube, sehr ähnlich. Also auch privat nutze ich sehr viel Asana. WhatsApp natürlich, um mit Freunden, Familie, meiner Freundin zu schreiben. Und auch Google Kalender tatsächlich, um irgendwie auch mal Zeit für Sport und etc. zu finden. Und gibt es irgendeinen Produktivitätshack, den du noch irgendwie unseren Kollegen hier verraten kannst und Kolleginnen? Also wir in der Firma versuchen immer sehr stark morgens, vormittags keine Meetings zu machen, sondern eher gegen 13 Uhr erst anzufangen. Das funktioniert nicht immer, muss man auch ehrlich sein, aber dass man einfach selber auch so diese Fokuszeiten hat, um ja, fokussiert dran zu arbeiten. Okay. Cool, Johannes, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle da seid, vielen Dank.